Jutti. Wir bitten um Unterstützung. Wir wollen nach Atlantic City in die neue Expedition, weil sie neu ist. Oh, da ist schon eine. Nabend, 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 Nabend. Wir sind sehr blutig. Wir werden mindestens einmal sterben, aber wir brauchen den Thrill. Block. Und noch eine Lynchbox. Und noch eine Lynchbox. Macht da auch eine auf. Und dann noch ein Pfadfinder-Pionier-Banner. Ich glaube, die habe ich noch nie Third Person gesehen. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Wir legen los. Action, Action, Action. Und den Rest haben wir auf den schnellen Hotkeys. Wir müssen uns durchkämpfen. Es wird schlimmer als jemals zuvor. Rübe, Rübe. Hallo, Wetz. Bitte jetzt nicht mehr spinnen. Oh, 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 oh. Die schießen ja zurück. Was ist das, bitte? Frechheit. So, wir haben... Haben wir Kuchen auf der Eins, ja. Wir haben 10 Kuchen am Start. Müssen wir abzählen. Noch 10, ha, ja, ja. Nur in brenzlichen Situationen, aber gerade Rayleigh ist ja auch gut. Sehr gut. In Sachen AP-Ersparnis. Generell die Gleisgewehre. Da hatte man früher oft nicht mal mehr den Besuchertee gebraucht. Nur wenn es wirklich, ich sag mal, ins letzte Drittel oder ins letzte Viertel von Rayleighs Magazin geht. Weil das ja so groß ist. Ne? Da braucht man wieder so ein bisschen, ein ganz klein bisschen AP-Unterstützung. Thomas, mein guter Thomas, Herr Bürgermeister in Anglerklamotten. Wir wollen die Mission und danach geht's hoch zu, weiß ich nicht mehr, wie er hieß, dem Blonden, der sonst eine Rüstung trägt. Willkommen. Hi. Aber warum geht's heute? Ja. Danke sehr. Glorreich. Die Zentrale. Klasse, das war es schon. Ne? Badercup, richtig, sag ich doch. Wie das Pferdchen. Block. Verlasse das Rathaus. Noch nicht. Wir müssen auch mit Badercup reden. Na, 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 lässt du mich mal bitte durch. Karton. Ganz nice von dir. Hier das olle Rohr. Jedes Mal bleibe ich da hängen. Du. Hi, wir brauchen noch mehr Aufgaben. Kriegen wir gleich alle beide? Hat uns Zeit, wenn du ein ja, ja, ja. Gut. Ich finde wenn die Dossiers. Die 2 neue Aufgaben und jetzt wieder den Markern folgen. Zack. Aua. Und nun heißt es Vorwärtsmarsch. Sammle Wasser, um es ins Feuer zu gießen. Machen. Bei den Hydranten, ne? Aber hier ist alles voll mit Wasser. Warum muss das Wasser aus einer Leitung sein? Jetzt mal im Ernst. Zack. Haben wir. Dann auf Feuer. Da drüben, da ist Feuer. Da, da soll was brennen. Tatsächlich. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja hier einfach reinwerfen, ne? Block. Hat das gezählt? Ja, ich glaube schon. Ja, gut dran, bitte. Schon sehr gut. Einfach den Eimer ins Feuer schmeißen. Lassen Sie mich durch. Ich muss ein Feuer löschen. Hier. Genau. Reicht das ja. Ist alles wieder zielgerichtet. Wie mit den Kryobomben. Ah! Mit den Kryobomben. In the pit. Zack. Und last but not least. Da hinten irgendwo. Ich wette, man könnte bestimmt schon von hier aus werfen. Machen wir beim nächsten Mal. Zack. Ula. Reicht das? Nein. Mein Fehler. Shame on me. Zack. Ah! Hey, hey, hey. Immer schön geschmeidig bleiben. Wir sind sehr blutig. Aber ihr auch gleich. Ihr seid zu blutig jetzt. Hat er gemacht? Das letzte, bitte. Na, 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 na. Ich komme hier nicht hoch. Irgendwas glitscht hier. Jetzt sind wir drin. Das Anmachen und Ausmachen geht auf jeden Fall. Bürgerhaus. Da müssen wir jetzt hin. Und da finden wir auch die ganzen Utensilien bezüglich der Nebenaufgaben von Butterkopf. Was ist los? Machen wir. Zack. Guten Abend, hallo. Sah es hier nicht sowieso von vornherein sehr vorkriegslich aus? Ich glaube ja. Aber jetzt noch mehr. Viel mehr. Und die Wüstenmod, ne? Macht auch alles irgendwie sehr viel interessanter. Ich bin auf den Pool gespannt, ne? Enchanted Forest Mod ist aus. Mal gucken, inwieweit
Inwieweit hier der Poolraum, die Pool-Location. Hey, 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 hey! Nicht, dass wir jetzt hier niedergestreckt werden von einem Kakerlakchen. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Ernstzunehmende Gegner. Ah! Wie die Ratten. Wetz bitte. Enttäusch mich nicht. Okay. Hier noch. Einstecken. Das ist noch ein Dossier. Zack. Nabend, 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 nabend. Zerlegt man. Und wir sollten auch langsam mal wieder Munition einpacken. Und da ist das letzte. Ey, 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 ey. Come on. Mal im Ernst. Lock, lock. Lock. Hier noch. Oh! Aus heiterem Himmel plötzlich und unerwartet. Lodge, wo bist du, wenn man dich braucht? Zumindest für einen Kommentar. Hättest du ruhig durchrufen können. Sind wir hier richtig? Nee. Okay, wir haben alles. Okay. Wir haben alles. Kamera. Kamera. Und dann müssen wir noch Verteidigungssysteme hochfahren. Das sind Computer. So, Überwachungsvideo, Kamera. Irgendwo hier. Bisschen weiter unten. Oh, ist das der Pool? Nee. Aber auch nicht verkehrt. Nicht schlecht. Kamera. Hula! Ran da. Na, mit haben wir. Und nun die Verteidigungssysteme. Sind das Bereiche? Ja, es sind Bereiche. Hier müssen wir ein Terminal finden. Ich glaube, es ist das da drüben. Nein, nein, nein. So nicht, Keule. Drogen, Kaffee. Ballisto, Bonk. Schmeiß an die Kiste. Einmal hacken sogar. Die Codes erstmal rückwärts durchballern. Na, geht doch. Geschütztürme aktivieren. 1 von 3. Wir sind auf einem guten Kurs. Aber ein bisschen ist noch. Wir müssen durchhalten. Jetzt nicht schlapp machen. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist der Endspurt. Naja, gut. Der Pool, ne? Das ist der Pool. Ja, das... Nee, das ist er nicht. Aber auch nicht schlecht. Mit den Wüstenpflänzchen. Hey! Junge, Junge, Junge. Das ist es nicht. Wir sind hier falsch. Wir müssen noch mal rüber. Da ist er. Oh, jedes Mal ganz anders. Mit jeder Overhaul-Mod verändert sich dieses Teil enorm. Nein. Flip 6-3er noch. Da hinten irgendwo. In diesem Raum aber ganz kurz noch mal gucken. Oh, wie schön. Unvergleichlich schön. Wo ist das Terminal? Das Verteidigungsterminal. Du hast es schon gefunden, ne? Ich glaube, er lässt uns die ganzen Hauptsachen spielen, damit wir glänzen können als Teamführer. Dankeschön. Weißt du wo? Ah, hier lang, bitte. Gehen wir mal hier lang. Hundefutter. Das wär's hier. Ich wär so empört. Aber wirklich. Wo ist das Terminal? Nicht im Pool, oder? Hier ist kein weiterer Raum. I don't know. Weißt du, wo wir hin müssen? Gibt der Bereich auch angezeigt? Ich glaube schon. Ja. Das wär's hier. Ein Terminal versteckt. In einer Toilette. Ach so, hier wieder Höhenunterschied. Ich verstehe. Ja, das wird's sein. Dann hier links bitte. Ah, 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 ah. Alles klar. Wir haben's. Looks like we made it. Sehr schön. Das erste Passwort war es. Und das letzte bitte. Das letzte. Verteidigungssystem möchte hochgefahren werden. Terminal, oh Terminal, wo hast du dich versteckt? Da drinne? Hier drinne? Es führt ein Kabel dahin, ne? Also zum letzten Terminal führte ebenfalls ein Kabel. Hier ist kein Kabel. Wahrscheinlich wieder über mir, ne? Oder? Richtig? Nein?
Also ich weiß, dass der Vorratseinkaufswagen, den wir in einer anderen Version von dieser Expedition finden müssen, dass der sich hier oben ganz gerne mal versteckt. Hier, nein, drunter wahrscheinlich dann. Dann muss es drunter sein. Hier hinten ist schon gar kein Zielbereich mehr. Oder? Warte mal. Ach hier, Kabel, habe ich gerade noch gesagt, aber da ist kein Zielbereich mehr. Mm-mm. Nein. Ist es nicht? Das kann doch nicht so schwer sein, bitte. Da bin ich schon vorbeigerannt. Also untypisch wäre es ja nicht für mich. Da. Ah! Er hat sich angehört wie ein Hund. Und wie eine räudige Töle habe ich ihn auch erschossen. Ungünstig und unangenehm. Und hier die Erlösung. Ebenfalls plötzlich und unerwartet. Nein. Oh, lieber Klammern lösen. Bis wir einen neuen Versuch bekommen. Und dann nochmal von vorne. Ja. Turn, es war Turn. Wir können. Jupp, wir kommen. Kriegen auf jeden Fall die maximale Dosis an Briefmarken. Mach die weg. Miese Parasiten. Komme. Come on. Jetzt ist das Spiel nicht wirklich hängen geblieben, oder? Wow, das hatte ich schon 100 Jahre nicht mehr. Haben wir Glück? Ja, wir hatten Glück. Ich konnte sogar die Expedition fortsetzen. Und ich glaube, wir haben dadurch auch so ein bisschen jetzt den Weg abgekürzt. Wie cool. Das sollten wir uns merken. Dann bräuchte man nicht zurücklaufen. Wollen wir diese Expedition zu Ende bringen? Der Fehlerteufel, er hatte sich eingeschlichen gehabt. Aber das passiert eigentlich nur noch sehr, sehr selten. Aber naja, es passiert nach wie vor. Drogen haben wir noch im Blut. Aber kein Geburtstagskuchen. Ich habe natürlich nicht mitgezählt, weil ich gedanklich unterbrochen wurde von einem Crash. So kämpfe ich durch die Stadt. Wieder zurück. Zum Ratshaus. Richtig? Nee, wir müssen so ein bisschen woanders hin. Ich nehme alles zurück. Ich glaube, wir haben den Weg sogar länger gemacht. Höchstwahrscheinlich. Los. Ja, doch. Haben wir. Tatsächlich. Meine Güte, Frechheit. Ran an den Sporenmeister. Lock. Ihr Ratten, ihr. Übel. Wir haben sogar ein bisschen mehr Energie bekommen. Obwohl ich nicht gestorben bin. Oder ist das eine Fehlanzeige? Möglich. Das war, glaube ich, niederer Teufel. Zack. Erledigt. Wir brauchen aber eure Gleispolster. Die müssen wir wieder rausziehen. Ansonsten laufen wir leer. Noch ein niederer Teufel. Meine Güte, freue ich mich auf den Jersey Devil. Aber erst nach der Season. Sonst wird es so ein Hin und Her. Ich möchte auch immer schön die täglichen Score-Punkte mitnehmen. Das mache ich doch lieber entspannt, wenn wir dann Level 100 sind. Zack, Block. Und dann wieder wie zum Ende der letzten Season. Also, wir werden dann wieder Fallout First, wenn wir... Warte mal, stopp, Gleispolzen. Wir werden dann wieder Fallout First, wenn wir dann kurz davor stehen. Na, hallo? Bist du nicht böse? Ich konnte ihn nicht anvisieren. Kurz bevor die Season wechselt. Das System funktioniert immer noch. Es ist fehlerlos. Wir können es genauso durchziehen. Auch wenn wir jetzt Tickets dann mit Score-Punkten beantragen. Oder bekommen haben. So, genau, richtig. Wir bekommen ja durch das Bekommen von Score-Punkten bekommen wir auch Tickets. Das soll einer mal durchblicken. Also wirklich. So, hi. Timmy, ey. Na? Leider hast du was Schönes gefangen, hä? Und Butterkopf? Gut sein, Wir sind durch. Klasse. Lennox. Starte schon mal die Motoren. Es geht bald nach... Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Sehr gut. Sehr gut eingefangen hier. Der Dialog. So gut, ey. Selten so gut gelacht. Wunderbar. Lennox, wir dackeln ab. Wir erwarten 20 Briefmarken. Also wir sollten auf jeden Fall 20 Briefmarken bekommen. Ich weiß nicht, ob das auch für alle anderen Teilnehmer gilt.
Aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, hier bitte. Flupp. Oh, da sind wir auch schon. Aua. Ich hier gegen die Wand ballern. Das wollen wir nicht. Kommen die anderen? Ach naja, die werden dann zurückgebeamt, ne? Ja, sind wir. Hat sie wieder Nudeln gefuttert, wie beim letzten Mal. Spring rein, dann geht's los. Okay. Spring auf den Rücken, ich trag dich rüber. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst. Wir werden es gleich sehen. Haben wir gut gemacht. Ausgezeichnete Arbeit. Es sind 20 Briefmarken. Wunderbar. Und 108 Gleisbolzen. Die haben wir uns verdient. Zurück ins Ödland, bitte. Oh, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Mottenmann Aquarium. Nein. Oh nein, ich muss rüber. Ganz schnell. Aber ohne Rüstung, ne? Ja, das machen wir ohne Rüstung. Das ist gut. Hier schnell, aber ganz fix, bitte. Plock. Und da sind wir auch schon schnell reingelaufen. Wen dürfen wir jetzt schon umbringen? Kurz wechseln, also die Teamgesinnung wechseln. Wo mache ich das? Einfach hier so? War das so? Nein. Ach hier, da. Ziel des öffentlichen Teams umstellen. Und zwar auf Events. Bonus-EPs für dieses Event jetzt. Eine gute Idee. Und wir machen uns auf, Albino-Retthirsche wegzufriemeln. Da sind sie auch schon. Also wirklich. Da haben sie sich versteckt. Muss irgendwo ein Nest sein. Rüber, rüber, rüber. Sind vorbereitet. Alles durch. Ja. Die Beschwörung dürfen anzünden. Ah! Hat sich noch einer versteckt gehabt. Los, er hatte mit angesehen, wie wir seine besten Freunde erledigt haben. Und er hatte Rache geschworen. Irgendwie hat er sie auch bekommen gehabt, aber nicht endgültig. Ja. Er starb die mit einem Flammen guten Gefühl. Mit dem Gefühl, etwas getan zu haben. Für die richtige Sache. Er bringt Erleuchtung, so kurz sie auch sein mag. Ja, atmet so kurz sie auch sein mag. Also ich finde den Boni vom Mottenmann jetzt nicht so kurz. Durch seine Augen, Kinder. Aber egal, voller Fokus. Das ist unser Teamkollege aus der Daily Ops. Hallo! Quatsch, aus der Expedition, aus der Daily Expedition. Na du. Er geht gleich rüber. Zu den schweren Ritual-Scheiterhaufen. Na! Kommt schon, ihr miesen Ratten. Oh, da kommt er. Plötzlich und unerwartet. Oh oh. Oh oh. Hatte da einer Knopf gehabt? Ach nee, das ist Atlas, der immer gegen die Tür ballert. Der versucht die Tür zu öffnen. Aber er schafft es nicht. Er kommt nicht an die Klinke ran. Seine Pfoten sind zu kurz. Und wenn jetzt jemand noch die Tür öffnen würde und ich hier noch weniger schallbelastet dieses Event zu Ende spielen könnte, dann wäre ich sehr dankbar dafür. Ich würde diesen jemanden, dieser Person ewig in der Kreide stehen. Dankeschön. Bin gleich da, mein Engel. Brücke, okay. Voller Fokus wieder. So. Absoluter Fokus. Dieses Event verlangt alles von uns. Zack, 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 zack. Ula! Bauch, genau richtig. Ihr habt's richtig erkannt. Wir müssen hier auf Bäuche schießen. Auf Todeskrallen-Apps. Fettfreie, sehr gut definierte Todeskrallen-Apps. Aber wer weiß, was sie nehmen. Na, das ist immer so eine Geschichte. Vielleicht ist es aber auch nur gute Genetik. Na? Trotzdem, es sind Todeskrallen. Deswegen böse. Da! Aber das sind keine Todeskrallen. Wollten sie mal werden. Shadow Player. 57, noch 13 oder ich glaube noch 15 Level. Und dann haben wir den letzten Fallout First Uniken Score Booster. Den wir uns auf jeden Fall gönnen wollen. Aber ich habe da schlechte Neuigkeiten. Ich habe es leider dazu kommen lassen, dass ich die täglichen Score-Punkte nicht abgefrühstückt habe. Aus zeitlichen Gründen.
Und ich glaube, letztes Mal hatte ich das nicht gehabt. Da hatte ich jeden Tag die Scorepunkte abgefrühstückt gehabt. Und theoretisch war es, glaube ich, damals ein Tag zu kurz oder so, mein Abo. Weswegen ich ein Level geholt hatte. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Ich sollte nach dieser Aufnahme sollte ich nochmal überprüfen, wie lange ich Fallout First bin. Damit wir das genau auf dem Plan haben. Auf der Umstandsliste. Haben wir gut gemacht. Wir haben den Mordmann gekillt. Gut gemacht. Expeditionskumpel. Oder Kumpelinchen. Weiß ich ja nicht. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ne? Hallo. Ja, hi, hi, hi. Für Amerika. Und auch viel weiter. Da. Sie kommen. Und da, Barock. Zack. Erledigt. Verfriemelt haben wir die. Das. Warte mal. Au. Wer denn bitte hier? Kann wahrscheinlich hier durch den Fluss geschwommen oder so. Respekt, Respekt. Muss ich jetzt mal so sagen, ne? Das ist ein ganz schönes Stückchen gegen die Strömung. Wer weiß, wie kalt es ist. Achso, letzte Welle ist durch. Gratis Fusionskern. Seit wann steht hier eine Powerrüstung rum? Das ist auch nicht immer der Fall. Könnt ihr mir nicht erzählen? Warte mal, er will ein Bild schießen. Oder geht es jetzt um den Mottenmann? Nee, ne? Wir müssen also beides oben am besten. Den Mottenmann begeistern mit Emoticons, mit Emojis. Machen wir da oben. Und hier oben ist auch besseres Licht. Nee, das gleiche dürfen wir nicht nehmen. Habe ich gerade gecheckt. Gut gemacht. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch.